Mein Name ist Katrin Spoth, ich bin Agrarwissenschaftlerin und arbeite am Institut für Bio- und Geowissenschaften, IBG2, am Forschungszentrum in Jülich. Ich arbeite zum einen im Wissenschaftsmanagement und auf der anderen Seite arbeite ich in der Strukturwandelinitiative Bioökonomie Revier. Was Wissenschaftsmanagement beschreibt, dass man sozusagen hinter den Wissenschaftlern arbeitet oder die eben auch unterstützt und ihm bestimmte Dinge abnimmt, damit der Forscher oder die Forscherin sich eben nicht mit bestimmten administrativen Dingen befassen muss, sondern sich voll und ganz der Forschung widmen kann. Was den Job besonders macht, ist zum einen die Vielfalt, also kein Tag ist gleich. Ich weiß gar nicht unbedingt, wenn ich morgens ins Büro gehe, was passiert jetzt. Also es kann eben auch spontan sein, dass ich beispielsweise eine Anfrage bekomme von einem Wissenschaftler zu einem Projektantrag, dass ich dann da einen Termin ausmache, mich mit dem Wissenschaftler austausche. Zu meinem Aufgabenbereich gehört auch, dass ich Führungen im Institut mache. Das ist ganz wichtig, dass man die Menschen natürlich mitnimmt und auch aufklärt darüber, was wir machen. Bioökonomie ist auch eins der Schwerpunktthemen vom Forschungszentrum und sind halt sehr große gesellschaftliche Fragestellungen, eben auch die damit einhergehen. Wir haben beispielsweise Bevölkerungswachstum, wir haben Klimawandel. All das muss natürlich gelöst werden und da bietet die Forschung natürlich Lösungsansätze, wie man zukünftig Landwirtschaft gestalten kann. Es ist natürlich auch eine einzigartige Infrastruktur, die man hier hat und zeigen kann. Und das ist schon was sehr Besonderes, dass wir hier vollautomatisierte Robotik haben und Phänotypisierung machen, also die Erkennung von Pflanzenmerkmalen. Es ist einfach sehr beeindruckend. Also ich habe eine sehr große Begeisterung für das Thema an sich und ich gebe die auch gerne eben weiter und erfahre auch sehr viel Zustimmung und Interesse von unseren Besuchergruppen. In unserem Team arbeiten natürlich sehr unterschiedliche Menschen zusammen, also fachlich, aber auch altersmäßig. Wir treffen uns regelmäßig für den fachlichen Austausch, aber es ist eben auch so, dass wir auch generell einfach eine schöne Atmosphäre haben und auch häufig zusammen Mittagessen gehen oder auch neben der Arbeit natürlich miteinander gut auskommen. Das ist auch ein Teil, der sehr großen Spaß macht, in diesem Institut zu arbeiten. Und wenn ich mal einfach eine Auszeit brauche, gehe ich bei schönem Wetter eine Runde spazieren und höre Musik, mache solche Aktivitäten, die etwas entschleunigt sind. Ich komme sehr gerne zur Arbeit und erfahre immer wieder im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, dass hier eben alle auch eine Motivation haben, zu den gesellschaftlichen Herausforderungen eben beizutragen. Und das ist eine große Freude an meiner Arbeit.